Wir schreiben den 7. Januar 1894 an der bayerisch-österreichischen Grenze. In der Nacht sind die Temperaturen deutlich unter 0 Grad gefallen und ein vierjähriger Junge spielt auf dem zugefrorenen Inn. Die Eisdecke wirkt sicher und so entfernt er sich immer weiter vom Ufer. Er weiß, dass man sich auf den Bauch legen muss, wenn man droht, auf gefrorenem Gewässer einzubrechen. Aber als er das Knacken hört, ist es dafür bereits zu spät. Als er einbricht, kann er sich zwar gerade noch an einer Bruchkante festhalten, doch das eisige Wasser sticht wie 1000 kleine Nadeln in seinen Körper und ihm ist klar, dass er nicht lange durchhalten wird. Panisch schreit der Junge um sein Leben und versucht, sich wieder emporzuziehen. Vergeblich. Kurz bekommt er ein Knie aufs Eis, doch die dünne Schicht gibt erneut nach und das Loch ist nun noch größer als zuvor. Längst hat seine Kleidung sich vollgesaugt und langsam verlassen ihn die Kräfte. Ein letztes Mal versucht er nach seiner Mutter zu schreien, doch das Eiswasser dringt in seinen Mund und erstickt den Ruf. Als sein Körper bereits unter der Wasseroberfläche verschwunden ist, packt ihn plötzlich eine starke Hand im Nacken und reißt ihn nach oben. In Todesangst klammert der Junge sich an seinen Retter, der flach auf dem Eis liegt und ihn zu sich zieht. Die Hand noch immer fest am Kragen der Jacke, schleppt der Mann ihn zurück ans Ufer. Dort angekommen, erkundigt dieser sich nach seinem Befinden. Zwar zittert das Kind am ganzen Körper, doch geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Auf die Frage, ob er es denn weit bis nach Hause hätte, zögert der Junge einen Moment. Schließlich schüttelt er den Kopf, sagt jedoch kurz darauf, dass er nicht nach Hause will. Sein Vater würde ihn ganz furchtbar schlagen, wenn er sähe, dass er in den Fluss gefallen war. Immerhin greife er fast jeden Tag schon aus viel geringeren Gründen zur Nilpferdlederpeitsche. Der Mann kann die Sorge verstehen, weiß jedoch auch um die Gefahren, wenn das Kind nicht schnell genug ins Warme kommt. Nachdem er verspricht, beschwichtigend auf dessen Vater einzuwirken, strahlt der Kleine über das ganze Gesicht und beide gehen die Uferböschung hinauf. Als der Mann den Jungen fragt, wie sein Vater denn heiße, antwortet dieser: Alois. Alois Hitler.